Hallo und herzlich willkommen zu Dota 2. Heute spielen wir das nämlich mal. Und zwar ist das erst mein zweites Spiel gegen echte Gegner, sonst habe ich vorher nur gegen Bots geübt. Und das ist ziemlich aufregend. Wir spielen, beziehungsweise ich spiele, mit diesem kleinen lila Kauz hier. Das ist Ricky. Und der hat ein paar coole Tricks drauf. So, ich weiß nicht, ob ihr Dota 2 kennt. Dota hat ja angefangen als einfache Warcraft 3 Map, die dann super erfolgreich wurde und jetzt gibt es ein ganzes Spiel dazu, eigenständig. Und eigentlich spielt jeder einen Helden und es geht darum, die gegnerische Basis zu zerstören. Es ist 5 gegen 5, es gibt drei Wege zwischen den Bases und da laufen Creeps in beide Richtungen, die bekriegen sich, es gibt Türme. Und alles weitere gleich während des Spiels. Mal schauen, wie das so wird. Und ob ich zusammengeschrien werde und Ärger bekomme, weil ich noch nicht so gut bin. Weil das ja erst mein zweites Spiel im richtigen Leben ist. Vorher hatte ich nur so komische Bot-Matches. Das hier wird mir vorgestellt, sind vorgeschlagene Items anhand eines Guides, den jemand anders erstellt hat. Das hat bisher halbwegs gut funktioniert. Ich habe mich am Anfang meistens dran gehalten und dann später müssen wir mal gucken, wie wir uns so entwickeln. Jetzt habe ich schon mal das hier gekauft. Habe dadurch ein bisschen mehr Geschicklichkeit, was mein Hauptattribut ist. Habe Chance, Angriffe zu blocken und hier noch ein bisschen was zum Heilen. Das sind Tangos, die kann man nutzen, um einen Baum aufzuessen und dann wird werden Lebenspunkte restored, also wieder hergestellt. Oh, das ist immer schwierig, wenn das alles auf Englisch ist und dann soll man hier Deutsch reden. Und dann habe ich noch einen ganz normalen, ja, so eine Art Heiltrank, die bringt mir auch Lebenspunkte zurück. Wir können es erstmal aufleveln und setzen das hier auf den Blink Strike. Der macht folgendes: Ich setze ihn ein mit W oder klicken, klicke einen Gegner an, teleportiere mich hinter den und schlage zu. Und beim Hinteleportieren mache ich auch gleich erstmal ein bisschen Schaden und dann geht's nämlich los. So, ihr seht schon, hier sind die drei Lanes: 1, 2, 3, Top, Middle, Bottom werden die genannt. Und hier kommen auch schon unsere Creeps. Die Pro-Spieler versuchen, die immer ein bisschen zu blocken, damit die nicht zu weit vorlaufen. Und ja, das hat nicht so gut geklappt. Ich bin jetzt hier unten alleine. Ich weiß nicht genau, warum. Eigentlich spielt immer in der Mitte einer alleine, zwei unten, zwei oben. Aber mal gucken. Hier gibt es, ich habe auch noch gar keinen Gegner hier. Aber das soll uns erstmal nicht weiter stören. Wir hauen einfach erstmal drauf. Man bekommt immer Erfahrungspunkte, wenn man irgendwie... da kommt mein Gegner. Immer Erfahrungspunkte, wenn man irgendwie in der Nähe von einem Kampf ist. Was schön ist. Aber richtig gut wird es halt erst, wenn man die Last Hits macht. Das bedeutet, wenn man selbst derjenige ist, der den Creep dann tötet, dann kriegst du noch Gold und vielleicht ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich bin jetzt schon auf Level 2 aufgelevelt und habe hier Backstab ausgewählt. Das bedeutet einfach, ich mache mehr Schaden, wenn ich einen Gegner von hinten angreife. Das ist total schön mit der Kombination Blink Strike, weil dann teleportiere ich mich ja hinter den Gegner, mache Schaden, stehe dann dahinter und mache von da an mehr Schaden, als würde ich einfach von vorne angreifen. So, die Last Hits sind wichtig. Man hat gerade gesehen, plus 40, das war das Gold, was ich bekommen habe, weil ich den letzten Schlag gemacht habe, der den Gegner getötet hat. Und wieder Level Up. Wir gehen mal hier auf dieses Ding. Das ist der Smokescreen. Und der macht so eine. Ja, der macht halt so eine Wolke aus irgend so lila Zeug. Worin die Gegner verlangsamt werden. Wenn ich mich nicht irre. Genau, 25% langsamer. Und sie treffen auch schlechter. So, das war First Blood. Das ging für uns. Das ist super. First Blood bekommt nochmal ein bisschen mehr Geld. Und das ist gut. Ja, ich verstehe immer noch nicht, warum ich hier unten alleine bin, aber ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Vielleicht haben die anderen auch einfach mehr Ahnung und wissen genau, dass es für Ricky, das ist mein Champion, gut ist,
wenn der alleine spielt. Ich allerdings fühle mich ein bisschen unsicher hier gegen zwei. Aber naja, wenn die mich hier lassen, dann was soll's. Schauen wir mal. Ja, Helden töten oder Champions, wie sie eigentlich genannt werden, ist besonders gut, weil das bringt schöne Erfahrungspunkte und natürlich auch einen Haufen Gold. Der andere ist dann erstmal weg, der gestorben ist und verliert Gold. Kann sich schneller ins Spiel zurückkaufen, aber ja, kaufen halt und dann verliert man noch mehr Gold, das ist schlecht. So, jetzt können wir den mal ein bisschen ärgern, mal kurz draufhauen. Oh. Ah, das war... Da habe ich mich ein bisschen überschätzt, wie es scheint. So, können wir gucken, ob wir hier noch einen Last Hit bekommen. Schön. Den hier kriegen wir auch. Ah, schade. Okay, da ist ein... Was blinkt der hier in der Mitte rum? Was ist denn da los? So, was geht ab? Wir halten uns hier mal ein bisschen im Hintergrund, weil wenn ich da in den Kampf reingehe, da sind ja sofort zwei. Und das ist der dieses komische, ja, dieses Vieh, Slardara heißt er. Der hat so einen heftigen Stun, hat man eben schon kurz schon gesehen. Und dann, wenn die dann beide draufhauen, dann bin ich ganz schnell weg vom Fenster. Und jetzt hier sterben, wäre wirklich schlecht. Das Dumme ist, dass wenn ich nicht richtig nah rankomme, kann ich keine Last Hits machen. Und habe halt ein Problem, irgendwie Gold anzusammeln, um bessere Items zu kaufen. Aber schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. So. Man kann übrigens auch eigene Creeps töten, das nennt man dann Denyen und das hat den einfachen Grund, dass man dann den Gegnern die Möglichkeit nimmt, den Last Hit zu machen und damit Gold und Erfahrungspunkte einzusammeln. Aber das ist ja, schon ein bisschen schwieriger. So, jetzt bin ich Level 6, kann damit meine Ulti auswählen, das ist die stärkste Attacke meistens und das ist in meinem Fall gar keine aktive Attacke, sondern die ist diese Fähigkeit ist passiv und die macht mich einfach unsichtbar. Die Gegner wissen das natürlich, wenn sie gegen Ricky spielen und ein bisschen Ahnung haben. Und können so Wards aufstellen, die dann im Umkreis alle Leute sichtbar machen. Aber naja, die müssen halt irgendwo stehen, die muss jemand kaufen, muss man dran denken. Es gibt auch ein Item, mindestens eins, was man haben kann. Das ist das Gem of True Sight. Das macht einfach... Ja, das hat, kann ein Held tragen und der macht dann alle gegnerischen Helden sichtbar. Allerdings, wenn er stirbt, verliert er das Ding, weil es halt so mächtig ist, hat das dieses Problem. Im Moment werden die es noch nicht haben, weil das, glaube ich, auch gar nicht so günstig ist. Jetzt können wir hier mal gucken, mal ein bisschen draufhauen. Okay, nicht zu nah ran, sonst ist gleich der zweite Held da. So. Level up, dann machen wir den Blink Strike noch mal ein bisschen stärker. Jetzt können wir mal hier so ein Ding reinsetzen und die nur mal ein bisschen ärgern, damit sie sich ein bisschen zurückziehen. Die drücken ja hier schon ganz schön. Ansonsten würde ich sagen, mache ich mich hier gar nicht so schlecht alleine. Dafür, dass ich ja im Prinzip keine Ahnung habe. Es ist also wirklich, ich würde ja öfter mal versuchen, einen Angriff zu starten, um mal ein bisschen einfach zu ärgern, zu harassen. Aber, was ist denn hier los? Warum geht er denn da alleine, ohne was zu sagen? Ach, Mann. Kein Wunder, dass er dann einfach stirbt. Vollidiot. So, was kann ich denn kaufen? Das Schild, die Boots of Speed kaufe ich mal. Die liegen jetzt hier im Shop, hier unten. Liegen die im Stash. Das ist unser Kurier. Der kann das einfach nehmen und zu mir bringen. Ist super praktisch, weil dann muss ich nicht aus meiner Lane raus, kann weiterhin hier Erfahrungspunkte sammeln, während mir Sachen gebracht werden. Das gab es früher, als es noch nur eine einfache Warcraft-Map war, gab es das zum Beispiel noch nicht.
So, ist denn hier jetzt nur einer? Weil dann könnte ich ja mal zumindest mal ein bisschen... Au, 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 jetzt kommt der zweite dazu. Ah, schnell raus. So, hier so, der nimmt mir das und fliegt wieder weg. Jetzt kann ich ein Level up machen, nochmal Backstep. Jetzt habe ich einen 1,25-fachen Schadensmultiplier. So. Oh, look, it's me. Jetzt, genau, jetzt habe ich meine Boots of Speed, das heißt, ich bin ein bisschen schneller. Das heißt, ich bin schneller im Getümmel, kann draufhauen und komme auch schneller wieder raus. Das Problem ist, dass die jetzt hier schon ganz schön am Tower sind und ganz schön pushen und hier schon den ersten Tower angreifen und ich mich nicht wirklich verteidigen kann. Und, naja. Es wäre gut, wenn hier mal einer von den beiden sich verpissen würde. Ich komme nicht gar nicht zu meinen Last Hits. Erst 8 Stück, das ist ganz schön mickrig. Aber immerhin bin ich noch nicht gestorben. Und habe die noch nicht irgendwie gefeedet. So, jetzt hier gibt es ein tolles Menü. Command Y aufrufen. Und zum Beispiel ganz einfach so halt hier Befehle oder so ausgeben. Das bedeutet jetzt hier ist einer von meinen Helden ist also meiner Gegner und Champions ist abgehauen. Gut, jetzt sind sie beide wieder da. Und ja, dann wissen einfach die anderen, dass sie bei denen in der Lane vielleicht auftauchen könnten, hier irgendwie schräg rüberkommen. Und nicht, dass sie dann ein Problem bekommen. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Irgendwie. Das ist ein bisschen ein ruhiges Spiel bisher. Muss sehen, dass ich hier nicht sterbe. Mal gucken, ob ich das Schild kaufen kann. Ja. Moment, was bedeutet das denn? Ich habe das gekauft, ja. So, Kurier, der kann das grabben. Kann er nicht, wo hängt er rum? Da, das ist natürlich jetzt blöd. Ich weiß nicht so genau, warum das jetzt mir nochmal die Dinger gekauft hat. Ach, da brauchen wir uns zwei von, okay, logisch. Gut, Level up. Machen den Blink Strike stärker. Jetzt mache ich schon 90 Damage, wenn ich mich rein teleportiere. Defend yourself. Cash on delivery. So, der Kurier ist, sieht man hier, der ist gleich wieder in der Base zurück. Das heißt, er kann das nehmen und mir bringen. Und das wäre dann auch ganz wichtig. Eigentlich habe ich jetzt schon wieder so viel Gold, dass ich möglicherweise direkt was für die Power Treads schon mitnehmen kann. Nämlich das. F2 ist der Kurier, wo... Ah, der ist schon wieder im Rückweg. Das ist doch scheiße. Ich brauche den. Also der bringt auch schon wieder was zu jemand anders. So, Bottom is missing. Das heißt, die anderen müssen aufpassen und ich habe vielleicht die Chance, jetzt mal ein bisschen hier zu pushen. Und das Ganze mal wieder ein bisschen in die andere Richtung zu drängen. Hier, oh, oh, da kommen welche. Ah, der Tower, der... Der macht mich sichtbar. Das ist natürlich ein Problem. Wen haben wir jetzt hier als Gegner? Warlock, den kenne ich noch gar nicht. Ich weiß also auch nicht so wirklich, was der tut. So. Vorwärts, meine kleinen komischen grünen Dinger. Okay, ein bisschen zurückfallen lassen jetzt. Hier die Creeps kommen und unsere noch nicht ganz da sind. Unsere Waldschrate. So, jetzt kann aber der Courier das grabben. Und dann drücke ich F und dann bringt er das. Jetzt fliegt er los. Da ist der Warlock. Was haben wir denn? Der ist Stufe 6. Ich bin Stufe 9. Den könnte ich vielleicht packen, wenn er jetzt ins nächste Mal vielleicht hier ein bisschen an den Turm rankommt. Ja, wenn der Patch da ist. Putsch, wie auch immer der ausgesprochen wird. Wenn der jetzt von hinten rankommt, dann kriegen wir ihn auf jeden Fall. Ja,
Okay, los geht's. So, den haben wir. Der geht down. Yes! Läuft doch. Kann man seine Leute auch ganz einfach loben. Und er lobt mich zurück. Nice. Was macht mein Kurier? Der soll mir den Kram bringen. Was ist denn los? Flieg her. So. Alles klar. Das bedeutet, mehr Gold und Platz ein bisschen zu pushen. Und was ist jetzt los? Oh nein, kein Connection Problem. Es lief alles so gut. Oh, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ja, das hatte ich bisher noch kein Mal. Und ich weiß leider auch nicht, was jetzt das Problem ist. Aber offenbar ist hier meine Internetverbindung kurz weg gewesen. Oder immer noch. Jetzt kann ich hier Reconnect machen. Und hoffentlich in das Spiel wieder einsteigen. Weil alles war cool. Und ich habe wirklich jetzt keine Lust darauf, das hinzugeben. Da bin ich wieder. Oh Mann. Puh. Glück gehabt. So, jetzt aber. Der Kurier bringt mir das hier. Das heißt, ich habe das. Das heißt, ja, jetzt bin ich eh schon hier. Kann ich für die Power Dreads. Kann ich mir noch das da kaufen? Jetzt habe ich die. 420. Nehme ich vielleicht mal noch einen Town TP mit. Oh, jetzt geht's aber ein Schnapp hier. So. Also, ich habe diese Power Dreads gekauft. Das sind so Schuhe. Die kann ich umschalten zwischen den einzelnen. Wie heißt das hier? Geschicklichkeit und so. Den stelle ich auf Geschicklichkeit und bekomme da guten Bonus. Außerdem laufe ich schneller, greife schneller an und so weiter und so fort. Schön. Es steht 14 zu 8 für uns. Das ist gut. Und ja, 300 Gold. Level 10. So, eigentlich sieht doch alles ganz gut aus. Mal sehen, dass ich jetzt hier noch ein paar Last Hits mache, um ein bisschen Gold einzusammeln. Und dann noch ein bisschen bessere Items zu kaufen. Golden Wookie ist es unserer. Weiß ich nicht. Wenn nicht, ist das schlecht. So, da nochmal ein Last Hit rausgeholt. Den kriege ich auch. Schön. Level up. So, mein Ulti bedeutet, wenn es besser wird, dass ich einfach schneller zwischen sichtbar und unsichtbar wechseln kann. Das heißt, wenn ich angreife, werde ich sichtbar. Und jetzt brauche es, um wieder unsichtbar zu werden, nur noch 2,25 Sekunden. Was vor allem auch gut ist, wenn man irgendwie ein Problem ist, also in Gefahr ist und dann schneller powern muss. So, man sieht schon, wenn ich von hinten angreife, mache ich so viel mehr Schaden. Oh, raus da, der Turm. Ist zu stark. Komm, das ist meiner. Yes, der auch. Yes. Gut. 770 Gold. Ich denke, ich gehe auf Yasha, dann kaufe ich Sanga und dann kriege ich Sanga und Yasha. Was kann ich denn hier? Kann ich hier schon was kaufen? Jetzt sieht das da immerhin schon in Elfenskin Blade. Ich warte auf die 1000 und kaufe dann diese Klinge. Klinge. Sagt man ja auch auf Deutsch. So. Also im Moment ist hier unten ja auch überhaupt nichts los, was Gegner angeht. Das heißt, eigentlich kann ich hier ein bisschen pushen. Vor allem ein bisschen Gold farmen. So. Oh, 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 das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Werd unsichtbar, werd unsichtbar, werd unsichtbar. Puh, oh, aber der sieht mich. Oder auch nicht. Er sieht mich nicht, puh. Er hat einfach spekuliert. Das, oh, 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 nee, 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 keine Chance, da jetzt reinzugehen, es sind zwei Gegner. Das wäre Klatter Selbstmord. Was ist er, Level 12? Silent as smoke.
Das ist der Slaughter, ja, der hat schon ein paar ordentliche Kills gemacht. Das ist natürlich schlecht. Ich verziehe mich hier wieder hinter unserem Turm, denke ich. Ja. 1000 Gold bedeutet, ich kann das Ding kaufen. Das heißt, ich wechsle zum Courier, nehme alles, drücke F und dann fliegt das Ding los. Schön von hinten angreifen, weil dann bin ich einfach viel, viel stärker. Schön. Level up. Sehr gut. So. Ich glaube, ich muss langsam auch mal in die Mitte gehen und da ein bisschen mithelfen, aber... Ja. Ja, ja. Ich ja, werde mal rüber wechseln. Was haben wir da für eine Rune? Runen liegen hier so immer in der Mitte. Okay, Haste. Die nehmen wir mit. Und los geht's. Au, 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 au. Das heißt, ich sterbe. Fuck. Ah, doch, bin auch rausgekommen. Puh. Ich dachte, vielleicht kriege ich ihn. Aber hat nicht gereicht. Nee, das ist jetzt auch zu gefährlich hier. Wobei, vielleicht. Hätte hier der komische blaue Typ gleich direkt mitgemacht? Jetzt komm, 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 komm. Alle drauf. Alle drauf. Und raus, 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 raus. Okay, ich nehme so eine Salbe und heile mich. Shit, hier oben sind die schon ganz schön durch. Ach, ja, ja, ich komme. Blink, 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 blauer Mann. Ach, Lifestealer, okay. Und drauf. Aus, den kriegen wir down. Schön. Geil. So. Puh, das sind 940 Gold. Dann kann ich das Ding kaufen. Das auch fast. Der ist ja auch falsch gerade. So. Hier oben noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen Gold einsammeln. Oh. Echt krass, wenn ich Gegner von vorne angreife, bin ich so viel schwächer. Okay, das heißt TP hierhin. Also zumindest, ach, man kann sich immer nur an den nächsten Turm teleportieren, okay. So, ich kann jetzt das kaufen, dann... Nehme ich den Kurier, wo hängt der? Der soll hier hin. So, ich muss hier durch. Lasst mich durch. Wo sind die Gegner? Da, okay. Ja, die kriegen wir doch. Oder nicht? Den kriegen wir. Oh, 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 raus, raus. Oh, shit. Aber jetzt haben wir ihn. Oh, ich hänge da mittendrin. Den kriege ich, den kriege ich. Yes. Und raus da, raus, raus, raus. Oh. Geil. Oh, das war ich gar nicht. Aber es ist... Oh, das ist aufregend. Oh, ach, shit. Jetzt hat er mich. Shit, shit, shit. Da stand wohl ein Ward. Sonst hätte er mich ja gar nicht sehen können. Shit. Ach, Mann. Ich dachte schon mal, ich komme durch so ein Spiel und sterbe mal vielleicht gar nicht oder so. Aber es wäre vielleicht auch
Ach, zu schön, um wahr zu sein. Naja, immerhin habe ich das Gefühl, ich kann mitspielen und bin nicht der absolut größte, total bescheuerte Noob und sterbe andauernd und feede damit das andere Team. Und man sieht ja auch, 23-20 ist relativ ausgeglichen. Ist ja ganz gut. So, wann bin ich wieder da? 19 Sekunden freikaufen. Ist eh zu teuer und außerdem habe ich gar nicht genug Gold. Dann schauen wir mal, machen uns mal einen Überblick, was hier überhaupt so passiert. Okay, in der Mitte haben wir noch einen, oben noch einen, unten noch einen. Die haben hier noch unten noch zwei, Mitte einen, oben noch zwei. Das heißt, wir sind ein bisschen im Hintertreffen, aber das wird schon noch. So. Wo ist denn eigentlich mein ganzer Kram? Ach genau, Yasha habe ich gebaut. Das heißt, ich will jetzt Sange und Yasha. Das heißt, ich brauche Sange. Dafür brauche ich diese Sachen. Oder Sangu. Oh, was weiß ich denn, wie man es ausspricht. Belt of Strength habe ich schon mal. Was kostet denn so ein TP eigentlich? 135. Okay, nehme ich mit. Und dann porte ich mich mal hier hin. Okay, und jetzt gehen wir hier oben rum. Oh shit, da sind alle. Oh, oh, oh. Das geht nur, wenn wir alle gemeinsam. Nice. Patsch, nice. Nice. Komm schon, komm schon. Oh, raus, 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 raus. Ich komme nicht raus. Puh. So, mal schnell einen Baum essen. Werd unsichtbar, los. Wieder ein Immun gegen Magie, verdammter Mist. Okay, es sind zu viele hier. Ach du Scheiße. Schnell, schnell, schnell hier rein. Heilen. Oh oh. Das sieht nicht gut aus für uns. Aber immerhin meckert niemand rum. Vielleicht sind auch einfach alles. Alle Noobs. Noob. Noobtube. Oh oh. Heil, heil, heil. Komm schon, komm schon, komm schon. Und ja, raus. Level 16. Ich bin 15. Was hat der so? Ach, scheiße, da ist noch einer. Ich probier's. Ja, alles nix. Okay, ah, kacke. Eieieiei. Raus, raus. Okay, mal ein bisschen Creeps farmen, damit wir hier ein bisschen. Oh nein, unser Turm. Das sieht alles gar nicht gut aus. Okay. Ja, alle Spiele, die ich vorher gemacht habe, da hatten wir immer so einen im Team, der irgendwie gesagt hat, jetzt machen wir das und back und jetzt greifen wir hier an oder irgendwie jemand, der Ahnung hat, aber diesmal sagt niemand was. Und ich kann auch nicht sagen, weil ich weiß ja nichts. So, aber den kriegen wir jetzt. Schön. Das war ein Kill. Gut. Vielleicht ist ja auch noch nicht alles verloren. So, was brauchen wir jetzt hierfür noch? Die Axt kaufen. 600 können wir auch gleich. So, gut, jetzt kann ich das kaufen. Jetzt kann ich wieder den Kurier nehmen. Der nimmt das alles und bringt es mir. Und dann habe ich, glaube ich, eine ganz gute Waffe. So, da kommen Gegner angeportet. Erstmal nur einer. Das heißt, den können wir ja eigentlich kriegen. Ja, den kriegen wir. Ich mache noch das drauf, dann trifft er nicht mehr. Der geht down, yes.
So, jetzt bin ich in 1,5 Sekunden direkt gleich wieder unsichtbar, weil mein Ulti auf voll ist. Und ich habe hier Sangha und Yasha. Das hat ordentlich, ordentlich was. So. Oh. Da gehen wir drauf. Kommt schon. Nice. Der geht auch down. Yeah. Das läuft doch. Und den nehmen wir auch gleich noch mit. Woo! Sehr cool. So, aber jetzt sollte ich schnell wieder unsichtbar werden. Komm, nehme ich jetzt. Komm, da gehen wir jetzt rauf. Den kriege ich. Den kriege ich. Ja! Geil, Killing Spree. So, unsichtbar werden. Schön. So, komm. Oh, oh shit. Oh shit, komm, hilf mir. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Oh, ich bin silenced. Ich kann nichts machen. Shit. Puh. Da bin ich noch rausgekommen. Mal einen Baum essen. Okay. Komm, da gehen wir. Ah, da gehen wir drauf. Oh, oh, da muss ich weg. Mach ihn alleine. Los, mach ihn kaputt. Ja, wenn der jetzt reinläuft, dann geht er down. Los, den kriegen wir. Ah, noch einer. Ah, shit. Hätte ich vorsichtiger sein müssen. Komm, du schaffst das. Komm, lauf, lauf, lauf. Oh nein, nein, nein. Ich glaube, es ist ganz schön ausgeglichen. Dead. Wie sieht er hier überhaupt aus, ey? Zwei Köpfe. So, wann komme ich wieder? 34 Sekunden. Ich könnte mich für 900 Gold, das ist natürlich eine ganze Menge, zurückkaufen. Aber ich glaube, ich habe keine Wahl. 20 Sekunden. Oh, ich weiß es nicht. Jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Komm, die 14 Sekunden schaffe ich jetzt auch noch. Das Gute ist, der Lifestealer ist ganz schön lange noch weg. So, los, los, los. Warte, ich könnte noch schnell was kaufen. Das Butterfly. Quarterstaff. So. Jetzt räumen wir mal hier ein bisschen auf. Der geht down, yes. Oh, da sind ganz schön viele jetzt rum. Von hinten ran. Dieses, meinen tollen Smokescreen rein. Au, 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 au. Und yes, der, den kriege ich. Oh, der. War der gar nicht echt oder was? Puh. Okay, jetzt auf ihn. Komm, den holen wir uns. Perfekt, wenn sie weglaufen, kann ich immer schön in den Rücken reinhauen. Nice. Der ist weg vom Fenster. Geil. Well played. Ja, Mensch, sieht gar nicht so schlecht aus. 5 Kills, 2-mal genug gestorben, 5 Assists. Das lief schon schlechter. Man sieht auch, der geht jetzt schon ganz schön ab, der kleine Ricky. So, 2000 Gold. Jetzt muss ich erstmal kurz nachdenken, was ich kaufe. Ich denke, ich gehe auf Butterfly. Das heißt, ich kann erstmal noch den Talisman of Evasion kaufen. Der soll mir das mal bringen. Mitte, Mitte, Mitte. Defense. Defense. Defense.
Ja, das könnten wir gewinnen. Wir könnten das gewinnen. Okay. Da, genau, jetzt habe ich den noch. Das heißt, 25% größere Chance, Angriffen auszuweichen. Das ist natürlich schon ganz geil. Okay, ist die Frage, gehen wir jetzt hier drauf oder machen wir unten Defense? Ich komme da jetzt gar nicht so schnell hin. So, der geht down. Geil. Oh ne, da ist der Tower, da gehe ich weg. Die sollen hier rauskommen. Ich habe keinen Bock, da auf den Tower drauf zu gehen. Gut. Unsichtbar bin ich. 1300 Gold. Wo ist das Butterfly? Ach, ich brauche 3300 für den Eagle Song und den gibt es im Secret Shop. Okay. So, wo sind denn die Gegner gerade? Fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich nicht weiß, wo die sich gerade aufhalten. Wer weiß, aus welcher Ecke die dann plötzlich kommen. Sollte ich jetzt mit dazwischen gehen? Den kriege ich, den kriege ich. Ja! Oh, oh, aber jetzt habe ich ein Problem. Ich muss da raus, ich muss da raus, ich muss da raus! Nein, nein, nein! Naja. Ah, traded. Oder so. Sagt man das so? Immerhin habe ich einen mitgenommen. Aber jetzt 70 Sekunden, 1000 Sekunden. Ach, das ist... Das ist eine gute Frage. Dann bin ich halt super weit weg von dem anderen Ding. Aber das ist auch über eine Minute. Ich kaufe mich zurück. TP kann ich nicht kaufen. Okay, dann gehe ich hier. Middle Lane. Und empfange die. Ja, er blinkt hier auch schon hin. Oh, shit. Ja, oh, und von uns sind drei Leute tot. Ach, und ich habe zu spät das gedrückt. Und warum bin ich anderen sichtbar? Ich kann... Ey, das bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier angreife. Oh, shit. Der müsste eigentlich down gehen, oder? Den kriege ich. Ja. Nice. Wenn ich da jetzt von hinten rangehe immer, müsste ich den auch kriegen. Komm schon, komm. Los. Yes. Und den? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oder ist er... Oh. Raus, 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 raus. Ich bin sichtbar. Hinterher, los. Kriegen wir. Yes. Oh, jetzt ist der davon gekommen. Night comes round again. Naja, haben wir zwar abgewehrt, die Helden, Champions, aber habe ich jetzt auch ganz schön was verloren hier. Wir müssen jetzt, denke ich mal, relativ schnell in die Richtung pushen, während wir noch können. Schön die schnell alle niedermetzeln. 1700 Gold, ich brauche 3000. 300, glaube ich. Oh, da kommt einer. Zwei, noch der Lifestealer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich dazwischen gehe. Oh, den kann ich nicht angreifen.
Das wäre Quatsch gewesen. Hätte ich da eingegriffen, wäre ich nur auch mit tot gewesen. Tut mir leid. Tut mir leid. Das sieht nicht gut aus. Wo sind denn alle von uns? Wie macht man denn so ein Signal überhaupt? Weiß ich nicht. Oh Mann. Die sollen mal hier im Mittel kommen. Defense. Ja, genau. Ach, shit, shit. Ich dachte, ich krieg den. Wie viel hat der noch? Ach, Mann. Hätte ich Ahnung davon, hätte ich mir vielleicht einen anderen ausgewählt. Aber naja. Ich verstehe es nicht. Wir waren gar nicht so schlecht eigentlich. Also, ach. Schade, 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 schade. Das ist jetzt witzigerweise das erste Dota-Spiel, was ich verliere. Und das haben wir ja gleich auf Video. Und gleichermaßen war es wahrscheinlich mein persönlich bestes Spiel. Aber naja, es ist ja auch... Es gibt Dinge, die... Ich kann mich nicht mal zurückkaufen. Ach, das geht auch immer nur... Ah, verstehe. Okay. Geht auch erst nach 48 Sekunden wieder. Ich bin aber in 26 schon wieder da. Naja. So fühlt sich das also an, wenn die Base kaputt geht. Und man nichts tun kann, weil man noch im Jenseits lau liegt. Und verloren. Naja, GG, ne? Ups, das hätte ich an alle schreiben müssen. Naja, ich hatte trotzdem viel Spaß. Wenn ihr auch Spaß hattet und mehr von Dota 2 sehen wollt, dann würde ich sagen, ihr gebt den Daumen nach oben. Und wir sehen uns bald wieder auf diesem Schlachtfeld. Tschüss!